Hallo lieber Schütze, schauen wir mal rein, was die Karten dir für die neue Woche sagen wollen, für die Woche vom 18. bis 24.09.2023. Was haben wir denn für den Schützen? Dieses Video ist für dich, wenn du den Schützen hast im Sonnenzeichen, im Aszendent und oder in deinem Mondzeichen oder vielleicht schaust du auch quer für jemanden, der den Schützen irgendwo präsent hat. Dann herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und was haben wir hier für dich? Es geht darum, dich mit dir und deinem Herzen zu verbinden, dich selbst zu lieben, aber auch Liebe, die andere dir schenken wollen, anzunehmen. Und es klingt jetzt sicherlich recht logisch und gleichzeitig ist es eines der schwersten Dinge, die wir tun können, Liebe wirklich anzunehmen, ohne das Gefühl zu haben, ja, da muss ich ja was zurückgeben oder jetzt wird es komisch, jetzt wird es zu viel, das kann ich gar nicht aushalten. Und fühl dich da mal rein, wie oft du Liebe nicht zulässt, egal ob es ein Kompliment ist, wo du sagst, ach, der alte Fetzen, den habe ich schon seit 100 Jahren im Schrank, ach, das war ganz billig, das habe ich im Angebot gekauft. Ja, was? Na, heute sehe ich doch ganz müde aus, na, heute nein. Oder eben, jemand macht dir ein Geschenk und du bist, es fühlt sich komisch an, dass du selber nichts dabei hast oder. Ja, jemand, weiß ich nicht, dein Partner, deine Partnerin wollen dir den Rücken massieren und dann sagst du, ja, jetzt reicht's aber, oder na, jetzt mach, was soll ich denn jetzt zurückgeben? Oder jetzt einfach mal anzunehmen, was da ist. Aber auch mal schauen, wo bist du dir selber wenig an Liebe geben? Wo geht deine Liebe nach außen, was ja toll ist? Wo verschenkst du ganz großzügig, aber vergisst dich selbst dabei? Das ist so ein Thema, das du dir hier mal anschauen kannst. Und wir gucken hier noch mal ein bisschen genauer rein, worum es da im Detail gehen könnte für den Schützen. Womit hat es denn hier zu tun? Ja, ich glaube, du hast so ein aktuell einfach ein Thema mit die Dinge am Laufen zu halten, die Dinge zusammenzuhalten und dürftest selber mal schauen, wo du dich selber kaum noch gerade zusammenhalten kannst, wo du selber eigentlich deine schwachen Momente hast, die du vielleicht auch mal ganz liebevoll zulassen darfst, wo du vielleicht das Tempo gerade mal ein bisschen rausnehmen darfst und mehr Zeit für dich hast, für dich, deinen Körper. Also wir haben ja hier jetzt eigentlich auch eine Heilungskarte liegen. Also und sie sieht ja auch so ein bisschen aus, als würde sie einfach mal ein bisschen Ruhe brauchen, Heilung brauchen. Also wo gehst du vielleicht auch über deine körperlichen Grenzen hinaus? Und vernachlässigst dich selbst und funktionierst, weil man muss ja funktionieren, man hat ja Termine, man ist ja verantwortlich, man muss ja die Welt retten und vergisst darüber hinaus, dass es eigentlich nur eine Person zu retten gibt, nämlich man selbst. Und hier ein bisschen sanftmütiger, achtsamer mit dir selber umzugehen, weil es sieht wirklich so aus, als wärst du vielleicht emotional, vielleicht Energie, von der Energie her über deine Grenzen gegangen. Und wenn der Schütze so weitermacht wie bisher, wird der Stopp kommen. Wenn du nicht stoppst, wirst du zum Stopp gezwungen werden. Und das in der Regel nicht in schön. Wir haben hier schon die Krankheitskarte. Ja, also ob das jetzt, keine Ahnung, einfach eine Erkältung ist, eine Grippe ist, die dich ins Bett jagt, ob das ja, kein Arzt, ich darf nicht diagnostizieren oder sowas, aber ich meine, ich benutze jetzt einfach mal Wörter, weil sie in aller Munde sind, um ein Burnout geht, ob es um, weiß ich nicht, was auch immer geht, aber wenn du nicht stoppst, du wirst gezwungen. Und ich habe das Gefühl, so wie das hier liegt, ist es nichts, was dir jetzt wirklich neu daherkommt, sondern die Anzeichen sind schon da und hier hast du praktisch den nächsten Wink mit dem Zaunfall, der sagt, mach selbst oder wir zwingen dich dazu. Gönn dir Pause, gönn dir Ruhe. Mach langsamer, mach, also auch mit der Königin der Stäbe, das ist eine, die scheißt auf das, was andere denken. Ja, die scheißt da drauf. Und wenn du sagst, naja, aber ich muss doch funktionieren und ich muss doch und die nächste, du sagst das so leicht, aber nein, du kennst ja mein Leben nicht. So verhält sich keine Königin. So verhält sich niemand, der gut auf sich achtet. So verhält sich jemand, der wie ein aufgeschrecktes Huhn durch die Gegend rennt. Hier geht es darum, auch nochmal mit der Mondkarte. Langsamer, ruhiger, Schlaf, Ruhe, Auszeiten. So viel, wie es geht. Find einen Weg, wie du das machen kannst. Ob du deinen Tag anders strukturierst, dass du deine Schlafgewohnheiten ausdehnen kannst. Ob du sagst, ich streiche alle Termine aus dem Kalender, ist mir egal. Ob du dich auch hier, ja,
Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Zum Arzt gehst und dich krank schreiben, lässt dich mal eine Woche rausnimmst aus allem, ob du was auch immer. Aber scheiß auf das, was andere von dir denken. Weil, wie gesagt, hier ist irgendwie gerade letztes Kanonenrohr. Ja? Das sieht ziemlich besorgniserregend aus. Nicht so besorgniserregend, dass man es nicht noch rumreißen kann. Und ich habe wirklich das Gefühl, du denkst, die Welt dreht sich nicht weiter, wenn du jetzt mal in die Auszeit gehst. Die Welt geht unter. Es werden alle sterben. Wenn der Schütze jetzt mal sich eine Woche für sich Zeit nimmt, es werden alle sterben. Die Welt geht unter. Wir sind alle verloren. Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass die Welt sich nicht weiter dreht, wenn du dich mal rausziehst? Ich glaube es nicht. Es ist alles gut sortiert. Es ist alles gut gesorgt. König der Münzen. Es ist alles in Ordnung. Lieber Schütze, gönn dir eine Auszeit. Letztes Kanonenrohr hier, echt heftig. Und wie gesagt, es liegt jetzt hier in einer gewissen Dramatik. Nicht, dass es gleich, hier liegen nicht die ganz schlimmen Karten, ja? So, also, aber hier ist wirklich der Hinweis: mach's jetzt, verschieb's nicht länger. Wahrscheinlich zeigt dir dein Körper schon länger Andeutungen, dass du nicht mehr kannst. Und wahrscheinlich ist das, was du dir vielleicht an Auszeit nimmst, immer noch zu wenig oder irgendwie immer noch nicht. Weißt du, gehst mit deinen Kindern auf den Spielplatz und siehst, wie die da spielen und toben und kreischen und du sagst, aber ich sitze doch auf der Bank und mach doch nichts. Ich sitze doch jetzt hier eine halbe Stunde und gucke dir beim Spielen zu. Ich mache ja nichts. Das ist nicht mit Auszeit gemeint. Ja, es sieht aus wie Auszeit, du machst nichts, aber das ist nicht, was ich hier meine. Ja. Oder fährst du einen Business-Retreat nach Mallorca und denkst, ich war doch gerade auf Mallorca. Ja, aber du warst da in einem Retreat. Du warst immer noch beschäftigt und mit anderen Menschen zusammen und nicht in Ruhe. Du hast nicht Urlaub und es war kein Urlaub. Ja, du warst nicht zu Hause, aber es war kein Urlaub. Ja, also achte da drauf. Und guck mal hier, vertraue in die Magie, auch in deine eigene Magie, in deine Heilkraft, in deine Heilmagie. Ich finde, die haben ja auch eine sehr ähnliche Energie, die zwei Karten. Öffne deine Augen und sieh, dass die Magie dich immerwährend umgibt. Die Fee des Nordlichts sagt, dass du Teil der Natur bist. Du bist genauso magisch wie die Natur. Und die Natur macht es ja auch. Die macht auch ihren Winterschlaf. Ja? Die zieht sich auch raus. Die macht es einfach. Die Bäume schmeißen die Blätter ab und gehen in Ruhepause. Monatelang. Also erlaube dir doch auch deine Ruhepausen. Und wisse auch, es ist für alles gesorgt. Du bist Teil der magischen Welt. Es ist alles in Ordnung. Ja. So, gucken wir mal, welche Frage der Schütze sich in dieser Woche noch stellen darf, wenn du da Lust drauf hast. Aber eigentlich weiß ich gar nicht, ob du überhaupt das machen solltest und nicht einfach wirklich mal komplett Ruhe machst. Was haben wir für eine Frage für den Schützen? Wie kannst du ein bewussteres Leben führen und bewusstere Entscheidungen treffen, um deinen Lebenssinn noch klarer nach vorne zu bringen? Ja. Na dann, bewusste Entscheidung, lieber Schütze. Bitte achte auf dich. Bitte, bitte sorg gut für dich, ja. Okay, ich wünsche dir eine entspannte Woche. Alles Liebe, deine Denise.